Ich möchte euch auch alle herzlich begrüßen. Freut mich, dass so viele Leute dabei sind. Ich werde euch eben, wie Olli mir schon gesagt hat, Moment. Etwas über Daten und Informationen erzählen. Das Beispiel der Arbeitslosenversicherung kurz erwähnen und dann übergehen auch ein bisschen über die Idee vom India Stack, wie das in Indien angedacht ist, die Datenverteilung, die Datenzugriffe. Das Wichtigste ist eigentlich, was Anna auch schon erwähnt hat, das Thema Governance, Partizipation, Selbstbestimmung über meine Daten, wie kommen wir dahin? Und ich denke, einige der Ideen in Indien sind da vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt ja verschiedene Firmen, die in den letzten Jahren groß rausgekommen sind, die jeder kennt. Amazon macht Software, Apple stark in Hard- und Software, Google super stark in Software, Netflix Filme und Software. Das sind die Stärken der Firmen, die wir kennen. Aber eigentlich ist das Ganze falsch. Wir gehen das Thema dort von einer falschen Seite an, weil was die Firmen auszeichnet, ist Logistik, die Dateninformationslogistik. Jeder kann einen Webshop bauen, aber nur wer wie Amazon die Logistik der Dinge, die sie verkaufen, im Griff hat, hat auch Erfolg. Bei Apple ist die Logistik dann wiederum auf der Datenbasis. Ich verkaufe als Apple im Webstore Programme, Musik etc. und ich stelle sicher, dass die zu den Kunden kommt. Und ich belaste den Firmen, die über mich verkaufen, eine Gebühr, davon lebe ich. Also eigentlich bin ich als Apple und als Amazon und als Google und als Netflix ein Logistikunternehmen. Ich muss das im Griff haben, dass Informationen und Güter zusammen super schnell dorthin kommen, wo wir das hinwollen. Bei Google ist die Logistik, ich sammle Informationen, Rieseninformationen über die Leute und verkaufe die Profile an Unternehmen, die mir Werbung schicken wollen. Bei Netflix ist es auch ein Logistikproblem. Wie bringe ich es so weit, dass ich über das Internet Riesendatenströme an die Leute bringe, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen. Man darf nicht vergessen, Netflix zahlt ja nicht für das Internet. Das zahle ich ja selber. Oder die Firmen, die Internetbasisinfrastruktur aufgebaut haben. Bei all diesen Themen stellen sich eben logistische Fragen. Also für mich entscheidend ist, dass wir die Daten nicht als etwas Statisches ansehen, sondern, weil wir haben viele Daten, aber wenig Informationen. Die Daten sind nicht statisch. Wir müssen anfangen, das Daten in Prozessen zu denken. Das war auch das Problem, wenn ich bei der Arbeitslosenversicherung, wenn Sie sich vorstellen, wir haben in der Schweiz 120 RAV, regionale Arbeitsvermittlungszentren, die sind bei der kantonalen Hoheit. Wir haben ca. 40 Arbeitslosenkassen, inzwischen sind es, glaube ich, 35. Alle diese arbeiten für die gleichen Personen, für die stellensuchenden Arbeitslosen, Bezüger von Versicherte, bei der Arbeitslosenversicherung Versicherte, und die kreieren Daten. Aber trotzdem wissen wir nicht genau, was passiert, weil die sind sehr, sehr zentral. Und das Ziel mit meinem Projekt, das ich 1999 gehabt habe, waren zwei Aufgaben. Das eine war Statistik, also die öffentliche Arbeitslosenstatistik, die Anzahl der Arbeitslosen. Über dieses System wurden die, wie man so schön sagt, wir haben die Arbeitslosenstatistik gefälscht. Das ist natürlich nicht richtig, aber wenn man glaubt, der Öffentlichkeit glaubt, ist das ja immer falsch. Aber es ist so richtig, wie es halt definiert ist. Ein zweites Thema im gleichen Datentopf war die Steuerung des Vollzuges. Weil wir ja keine Weisungsbefugnis hatten für die RAF- und Kassenmitarbeiter, aber trotzdem möchten
dass nicht ein Arbeitsloser im Kanton Graubünden anders behandelt wird als im Kanton Basel oder im Kanton Genf, müssen wir einen Ausgleich haben und das muss über Informationen gehen, die wir über unsere Systeme erfassen können. Und wiederum, es kann nicht als statisch sein, ich will nicht irgendwie, dass die mir Daten schicken, sondern ich will den gesamten Datenfluss in den Griff kriegen, von dort, wo die Daten erfasst werden, bis dahin, wo sie gebraucht werden. Das ist eine logistische Aufgabe. Wenn ich das Bild zeige, sorry, wenn es technisch ist, aber es zeigt eben die ganze Verteilung. Wir haben auf der linken unteren Seite haben wir die Quellsysteme AWAM. Mit dem AWAM-System arbeiten die regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Mit dem ASAL-System arbeiten die Auszahlungskassen, also die Arbeitslosenkassen. Das sind auch unterschiedliche Systeme. Was wir gemacht haben, ist, die Daten aus diesen Systemen bezogen, jede Nacht und in unser sogenanntes Data Warehouse, das ist das CDW, geladen. Wir haben das, in CDW werden die Daten dann aufbereitet und bereinigt, weil es können ja Fehler passieren. Ich melde mich zu spät an beim RAF, also komme ich 4 Tage später und der sagt dann, okay, nein, du warst eigentlich schon vor 4 Tagen bei uns im System, ich kann das Anmeldedatum ändern. Und trotzdem wollen wir dann anschließend, wenn wir eine Statistik machen, wissen, wie viele Leute waren richtig vor 4 Tagen angemeldet. Das heißt, wir haben dort eine Aufbereitungslogik drin, die die Daten auch nachträglich bereinigen kann. Und über das, die grüne Schiene in der Mitte, Lambda-System, haben wir diese Daten dann aufbereitet, all den Bezügern von Informationen zur Verfügung stellen können mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil es geht um Persönlichkeitsdaten. Die Datensicherheit, der Datenschutz musste da immer geregelt sein und das können wir, wenn wir den Zugriff zentralisiert halten. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Zugriff für die Öffentlichkeit, den könnt ihr auf Amstadt.ch beispielsweise selber sehen oder auf einer App, die wir 2012, glaube ich, gebaut haben. Dort geben wir aber nur einen Teil der Daten hin und nur die Daten, die wirklich für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Somit haben wir dort eine Trennung der Daten, die für interne Zwecke und für externe Zwecke gebraucht werden, erreicht und können den Zugriff auf sichere Art steuern. Wir sagen, der Mitarbeiter XY hat nur Zugriff auf diese Daten und darf dort auswerten und der andere Mitarbeiter hat nur Zugriff auf diese Daten und darf dort Daten auswerten. Das ist für Daten, die stark in den Persönlichkeitsbereich eingehen, natürlich eine absolute Voraussetzung. Was wir mit diesem System natürlich nicht gelöst haben, sind die ganzen Zugriffe von Forschenden, die immer mit den Rohdaten arbeiten wollen. Und selbstverständlich haben wir auch das kleine Problem, dass die Statistiker, die wollen die Daten über 100 Jahre aufbewahren, aber eigentlich müssen wir Sozialversicherungsdaten nach 10 Jahren löschen. Also wie löst man das Problem der ewigen Aufbewahrung für die Statistik und der Nichtaufbewahrung für persönliche Daten. Das ist auch mit diesen Zugriffsmöglichkeiten, die wir dort geschaffen haben, mit den Zugriffsmechanismen auf die einzelnen Auswertungsdatentöpfe. Am Schluss sieht das dann wunderbar aus. Jeder kann spielen, Grafiken erzeugen, auswählen, welche Kantone er sehen will, welche Kassen er sehen will, welche Zeiträume er sehen will. Das ist dann das quasi das Zückerchen. Aber man darf nicht vergessen, dass vom Aufwand, 80% des Aufwandes entsteht im Hintergrund bei der Datenlogistik. Wie bereiten wir die Daten so auf, dass sie dann anschließend schön präsentiert werden können? Das andere ist die Amstadt, wie ich gesagt habe, Öffentlichkeit, dort kann man hin. Und im Sinn von Open Government Data haben wir auch noch einen kleinen Knopf gemacht, Details, wo ich selber dann meine Reports zusammenklicken kann,
aber einfach nur über die Daten, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden dürfen. Wenn ich mehr will, muss ich mich an die Arbeitslosenversicherung wenden und versuchen, dort die Daten zu kriegen. Das passiert auch. Der Vorteil von einer solchen Lösung ist, ich habe eine gute Kontrolle der Zugriffe, damit eine gute Nachvollziehbarkeit, wer zugegriffen hat, auf welche Daten. Ich habe den Datenschutz im Griff, ich habe die Compliance im Griff und ich kann transparent sicherstellen, wer welche Daten gesehen und gebraucht hat. Ich habe eine Lösung für jeden Bedarf. Aber diese einzelnen Bedarfe sind zum Teil heterogen. Können Sie sich vorstellen, auch 26 Kantone haben jeder einen anderen Wunsch und die 35 Arbeitslosenkassen auch. Es ist relativ aufwendig, eine solche Lösung zu betreiben. Und es ist eine zentralisierte und etwas unflexible Lösung, weil ich muss das Ganze immer wieder anpassen, weil eben die Logistik der Daten dann wieder angepasst werden muss, wenn ich zusätzliche Anforderungen habe. Das führt dazu, dass häufig wir zusätzlich wenig kontrollierte Datenverteilungen hatten, weil Forscher gekommen sind und gesagt haben, wir müssen für dieses und jenes Projekt alle Daten haben und mit allen möglichen Sachen verbinden. Das können wir nicht auf unserem System machen, das geht nicht. Und entsprechend haben wir dann die Daten geliefert an die Forschenden, ohne dass wir wirklich die Kontrolle hatten, ob die Daten nach der Forschungsarbeit auch wirklich immer gelöscht worden sind. Das ist ein kleiner Nachteil. Dieses Problem ist nicht ganz einfach in den Griff zu kriegen. Wie sieht das Lösung jetzt in India aus? Dort gibt es, hat die Regierung ein Projekt gestartet vor fast 10 Jahren, um zu definieren, wie sie das Ganze die Daten handhaben möchte, die Datenlogistik innerhalb von Indien. Und sie haben mit dem, was Anna vorhin auch erwähnt hat, mit Standards und Schnittstellen gearbeitet. Das ist der sogenannte Stack. Das sind verschiedene Regelwerke für verschiedene Punkte, die sicherstellen sollen, dass die Daten auf geordnete Weise ausgetauscht werden können. Ich habe eine E-Identity. Ich habe eine elektronische Unterschrift, die E-Signature. Ich habe E-Documents. Ich habe E-Finances. Und ich habe E-Consent. In der Schweiz wäre die E-Identity eine Mischung aus AHV-Nummer und Swiss-ID. Wir haben auch eine elektronische Unterschrift. E-Documents existiert so nicht. Wir brauchen häufig Dropbox oder Ähnliches. E-Finances haben wir als E-Banking, aber in einer gewissen Maß anders. Das E-Consent haben wir leider nicht. Ich komme darauf noch später noch zu sprechen. Wie sieht das jetzt aus im Konkreten? Ich habe verschiedene Anbieter, eine dezentrale Lösung. Ich habe verschiedene Identity Provider, die mir eine elektronische Identität verschaffen. Ich muss aber eine haben in Indien. 1,2 Milliarden Inder haben eine E-Identity. Ich habe Dokumentenspeicher. Auch dort kann es eine Heterogenität geben. Wenn ich jetzt auf ein Dokument zugreife, habe ich einen Zugriff über eine bestimmte Identität. Ich will beispielsweise schauen, ob der Benelli wirklich irgendwann mal an der ETH studiert hat und schauen, ob er eine Dissertation gemacht hat. Die E-Identity kenne ich ja, die kriege ich von Benelli, wenn ich das ihm zugebe. Das geht auf den Dokumentenspeicher und ich kriege die Antwort, ja, es gibt ein Dokument, ein elektronisches Dokument, das bestätigt, dass mit dieser Identity verknüpft ist. Wenn ich jetzt noch genauer das prüfen will, kann ich ja schauen, auf dem Dokument gibt es auch noch eine Unterschrift. Die kann ja beispielsweise vom Oliver Hümbelin sein, der unterschrieben hat, dass ich bei ihm ein Diplom gemacht habe. Und ich kann das dann prüfen, okay, da gibt es eine elektronische Unterschrift und ich gehe auf die E-Identity 2. Okay, die Unterschrift scheint zu stimmen, weil es gibt diese Person Oliver. Bei einer finanziellen Transaktion läuft es ähnlich ab. Ich habe einen E-Identity-Provider,
die zwei Identitäten bestätigt. Das ist einerseits kann das ich sein oder es kann eine Firma sein. Ich will Geld von 1 nach 2 zahlen. Ich muss etwas zahlen. Ich gehe über eine Unterschrift, eine elektronische Unterschrift über das Finanzstack, über die Finanzregeln auf eine Bank oder ähnliches, die bestätigt, okay, da ist Geld da, schickt das Geld an mich und ich überweise es an die E-Identity 2, die es dann auf ihre Bank ablegt. Das Schöne an diesem System ist, ich muss keine Bankverbindungsdaten bekannt geben. Und ich muss die Bankidentität, ich muss die Bankdaten von der zweiten Identität auch nicht kennen. Sprich, ich kann das völlig transparent halten. Ich überweise Geld an Oliver und nicht an seine Bank. Er entscheidet selber, wo er das hin will. Es könnte ja auch ein Bitcoin-Account sein. Das ist seine Sache. Es existiert nur eine Regel, wie wir zusammen miteinander das machen. Wir könnten uns vorstellen, dass es in der Schweiz auch jetzt mit eHealth ein System geben, eine Regel gibt für das elektronische Patientendossier. Was wir einfach in der Schweiz nicht haben, was aber in Indien geregelt ist, ist das sogenannte e-Consent. Es gibt eine Möglichkeit, dass ich bestätige, dass jemand auf meine Informationen zugreift. Und ich habe die Kontrolle darüber. Dieses System finde ich eben das Spannende, das konzeptionell Interessante an dieser India-Stack-Lösung, wo ich sagen kann, okay, wer will meine Daten, warum? Und ich bestätige, dass der auf meine Daten im Dokumenten zugreifen darf oder dass der auf mein Patientendossier zugreifen darf und ich kann das steuern. Ich kann sagen, mein Arzt kann nur auf die Daten der letzten 5 Jahre zugreifen, aber nicht länger. Oder ich gebe ihm den vollen Zugriff. Diese Möglichkeit ist für mich etwas vom Zentralsten, weil einfach eine Datenbank, die überall rum meine Daten sammeln, ohne dass ich eine Kontrolle habe, wie diese Daten ausgewertet werden, wer diese Daten benutzen darf, das finde ich etwas vom Gefährlichsten. Und mit dieser Idee des E-Consent wäre das zu lösen. Und ich komme dann dazu, dass ich wirklich ein Recht auf meine Daten habe und ich selber bestimmen kann, wie auf meine Daten zugegriffen wird. Ich denke, das war genug. Dankeschön. Super, danke, lieber Elmar. Ja, also du bist ja da wirklich jetzt schon lange im Datenbusiness drin. Lange war es so, dass die Daten irgendwie generiert wurden. Die Leute haben das vielleicht gar nicht so realisiert. Jetzt auch mit deinem Plädoyer für das, dass die Leute mehr Rechte über seine Daten bekommen, ist das vielleicht, ja, ist das vielleicht so jetzt mit deiner Perspektive, wo du wirklich so über mehrere Jahre das siehst, ist das so ein, ja, ist das so ein bisschen der Weg, der neuere Weg, kann man das so sagen? Ich denke, hat sich da auch das Bewusstsein ein bisschen geändert bei den Leuten über all die Jahre? Ja und nein. Ich denke, es ist wirklich, es kommt bei einigen Leuten, bei anderen Leuten ist es nicht da. Und es ist eine Diskussion, die offen geführt werden muss und eine Sensibilität der Leute unbedingt notwendig macht, weil es gibt zu viele Möglichkeiten in den Daten, die Leute gar nicht kennen. Ich denke gerade an das ganze künstliche Intelligenz, Profile machen etc. Da gibt es Möglichkeiten, die Leute erschrecken würden, wenn sie sehen, was möglich ist mit wie wenig Daten. Ich habe einmal ein Beispiel gehört, dass eine Firma sagt, mit meinen Playlists, den 10 Lieblingssongs, machen sie von mir ein Persönlichkeitsprofil, das ausgezeichnet stimmt. Und meine Playlist stelle ich ins Internet ohne Probleme. Es ist, dieser Widerspruch ist irgendwie,
weil die Leute eben wirklich nicht wissen, mit wie wenig Daten man wie viel machen kann. Ich denke, das kann Anna auch bestätigen. Also das Bewusstsein, es braucht auch noch mehr Bewusstsein im Umgang mit den Daten schon, auch irgendwie, oder? So als. Ja, definitiv. Genau. Aber eine Frage. Super, danke.